Ein herzliches Willkommen hier wieder aus der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und heute haben wir ein ganz kleines Projekt. Und zwar geht es eigentlich hier rum. Das habe ich jetzt von meinem Schwiegersohn. Das ist ein Stück Buchenholz. Und daraus wollen wir so etwas machen. Das ist so eine Art Stück Käse soll das sein, aus Buchenholz. Und zwar als Geschenk. Ich habe es jetzt für meine Enkeltochter zur Hochzeit gemacht. Und da kommt halt Geld rein, dann wird das nachher schön noch verpackt. Und das Ding ganz auf die Schnelle, vielleicht ist das eine Idee für den einen oder anderen von euch, das machen wir jetzt. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, ein gespaltenes Stück Buchenholz. In meinem Fall ist das hier 21 cm und hier hinten ungefähr 14 cm breit. Das hier ist 43 cm hoch. Natürlich kann man auch, wenn man hier solche kleineren Stücke hat, hier ist natürlich die Rinde nicht ganz so schön. Wie gesagt, ich habe das von meinem Schwiegersohn, der heizt noch mit Holz und da habe ich mir das Stück abgegriffen. Und das müssen wir natürlich jetzt erstmal abschneiden. Problem ist natürlich, dass das hier vorne 14 cm sind, während mein Sägeblatt nur 8 cm hoch ist. Das heißt, ich muss das in zwei Aktionen muss ich das abschneiden. Ich habe es mir schon mal hier an der Seite so ein bisschen gerade geschnitten. Normalerweise kommen die so an mit solchen Ecken da drin. Das muss man natürlich beim ersten Mal ein bisschen gerade schneiden. Und dann habe ich das jetzt hier mir den Seitenanschlag auf, lasst mich gerade nachsehen, auf 5 cm eingestellt. Und jetzt säge ich das Ganze durch. Das muss natürlich ganz langsam funktionieren, weil die Säge eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. So, ich habe das jetzt rumgedreht und hier wieder mit der einigermaßen geraden Seite an den Anschlag angelegt und säge das zweite Stück durch. Und dabei kommt es natürlich zu solchen Sachen, aber das schneiden wir jetzt nochmal nach. Ich habe jetzt hier den Abstand verringert und schneide jetzt hier die Seiten ab. So, dann werde ich das gute Stück jetzt noch ein bisschen nachschleifen. Hier ist eine kleine Kante drin und hier auf der Seite auch. Das mit dem Sägeblatt ist natürlich so ein Problem, aber das schleifen wir jetzt ein bisschen bei. Und zum Schluss brechen wir noch ein bisschen hier die Kanten, damit sich da keiner dran verletzen kann. Jetzt habe ich mir auf der Oberfläche 5 Löcher angezeichnet, nicht so nah am Rand. Und jeweils rechts und links 2 Löcher, aber in unterschiedlichen Höhen. Und dann habe ich mir hier einen 10 mm Forstnerbohrer parat gemacht. Damit bohren wir jetzt mal die Löcher ein. Die Löcher sind oben drin. Jetzt geht es hier um die Seiten. Dafür habe ich mir jetzt ein Stück Holz hier hingelegt und das bohre ich dann jetzt hier senkrecht da rein. So, noch ein bisschen von Hand schleifen. Für die Löcher innen drin habe ich mir ein Stück von dem Schleifpapier einfach gedreht. Das stecken wir da rein und machen das innen drin schön gleichmäßig glatt.
kann man natürlich einfach die Geldscheine etwas rollen. Steckt die da rein. Kleine, große Scheine spielen überhaupt keine Rolle. Und das Ganze dann in da so einer durchsichtigen Zellophan-Plastikhülle verpackt. Sieht super aus und kommt immer gut als Geschenk an. Ich werde das ganze Holz, ist leider noch ein bisschen feucht, das muss noch ein bisschen trocknen. Und hier unten, glaube ich, kann man das sehen, da habe ich Flecken drin, das muss ich gleich noch mal rausschleifen. Und wenn ich das ein bisschen getrocknet habe, werde ich das Ganze, weiß ich aber noch nicht ganz, entweder mit einem Klarlack oder mit Wachs einreiben. Wahrscheinlich mit Lack. Und das klebt schön. Hier hinten sind ja noch diese Moosstücke mit dabei. Der Lack wird das Ganze dann festkleben. Ja, meine Frau hat noch bei dem anderen Geschenk, ich zeige mal hier oben das Foto, da noch kleine Mäuse drauf geklebt. Man kann natürlich auch, es gibt die als Süßigkeiten, die Mäuse, ich glaube von der Firma Haribo zum Beispiel, und die kann man da drauf kleben, dann sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. So bleibt mir auch dieses Mal wieder nur zu sagen, habt Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ein kurzes, aber hoffentlich interessantes Video. Bis demnächst. Gruß, euer Jürgen aus der Bastelgarage.